Der Salzburger Hauptbahnhof bekommt eines seiner Kernstücke zurück. Bauarbeiter montieren am Dienstag die gewaltigen Stahlbögen, die seit 1909 das Dach über den Bahnsteigen stützten. Die letzten 18 Monate war die Stahlkonstruktion restauriert worden. Jetzt werden die einzelnen Stücke der Konstruktion wie Legosteine wieder zusammengebaut. Es sind schon wesentliche Teile des alten Bauwerkes erhalten. Die großen Konstruktionen, diese Binder wurden in 4 Teile zerlegt. Ja, und der Großteil der Binder ist natürlich original vorhanden. Auch die Gitterträger, die dazwischen kommen, das ist alles im Original vorhanden. Es sind nur einzelne Stäbe ausgetauscht und verstärkt. 1909 wurde die Halle errichtet, mittlerweile steht sie unter Denkmalschutz. Die Restaurierung musste also behutsam ablaufen. So wurden zwar die tausenden Nieten der Konstruktion durch Schrauben ersetzt. Von außen sehen die Bögen aber dennoch aus wie früher. Bevor wir sie abtragen durften, mussten wir dem Bundesdenkmalamt nachweisen, dass sie auch den neuen Anforderungen wieder entsprechen kann. Sie wurde also nachgerechnet, sie wurde für die neuen Normen durchgerechnet. Man hat festgestellt, man muss gewisse Verstärkungen machen. Die wurden dann auch in einem Modell dem Bundesdenkmalamt gezeigt und so konnte also in einem iterativen Prozess die Maßnahmen festgelegt werden. Im Wesentlichen wurden doch kaputte Teile ausgetauscht, neue Teile, Verstärkungen hinzugefügt, aber man hat festgestellt, rein auf den ersten Blick kann man den Unterschied zum alten nicht erkennen. Der erste Spannbogen ist aufgestellt. Mit Leben wird der neue Bahnhof dann in einem guten Jahr erfüllt. Dann sperren hier schon die ersten Geschäfte auf.